Herzlich willkommen hier zur Weiterfahrt hier in Thüringen, Thüringen 2, Zeitpunkt 1. Ich fahre jetzt zu den Feldern und bereite die Ernte vor. Das heißt, ich setze jetzt die ersten Mähdrescher vor den Feldern auf. Also im Prinzip Vorbereitung. Alle werden rausgefahren, wo sie auf den Einsatz warten werden. Dann werde ich die entsprechenden mit Anhängertraktoren auch zu den Feldern fahren, dass die jedes Feld einen Traktor hat. Und da können ja die drei Felder zur gleichen Zeit geerntet werden mit Autodrive. Hat ja letztes Mal auch gut geklappt. Und denkt man, jetzt wird es auch klappen. Vielleicht werde ich noch den globalen Markt gleich anschließen. Bei Gelegenheit, dass ich gleich da abkippen kann. Ne? Das ist das ideal. Mein Nochmal ist nicht reif. Das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Es sieht reif aus. Dann können wir gleich mal gucken, was unsere Helfer machen. Ja, die sind schon bei. Der ist auch schon. Naja, die werden bestimmt noch heute fertig. So, was wollte ich mal? Achso, wegen Erntestatus. So, klar, Frucht wissen wir. Also wir haben jetzt dunkelgrün. Ist noch nicht reif. Also wir werden jetzt zu Feld 60 fahren. Da muss man gucken wegen der Fruchtsorten drinnen. Ne? Das ist wir haben nur einmal Gerste. Junge, das ist aber geizig gewesen. Aber wir haben Gerste auf 29 und Gerste auf 10. Das würde ich ja beides kaufen. Na gut, für 29. Das haben wir fast drin, das Geld. Fast, ne? Wer 2,2 und ich habe Konto schon 2 Millionen. Ne, kann man auch nicht kaufen. Aber, und das andere kostet. Die 10 würde 2,6, so kleine Hektar 44. Da 37, der kostet 2,2. Und das kostet. Gut, das ist ein bisschen größer. Täuscht aber gewaltig, ne? Na, jedenfalls würde ich beide Felder kaufen. Zumindest eins. Das wäre die erste für Bier. Ganz wichtig. So. Ja, gucken wir gleich mal nach, ob für 29 und 10 Missionen da sind. Muss ich kurz nachdenken. So, für 29 sehe ich hier erstmal nichts, für 10 auch nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. 30, 34, 4, 27, ja. Also wenn da jetzt Missionen gewesen wären, hätte ich sofort angenommen und dann gedüngt, damit ich die Felder auch schön voll gedüngt nutzen kann. Ne? Um möglichst viel Bier herstellen zu können. Das machen wir aus einer Vierfachkarte eine Achtfachkarte. Wir spielen zwar getrennt, aber wir werden gemeinsam ja, gewinnen. Ne? Dann haben wir auch noch einen Traktor, die Lage haben wir auch noch. Ja, auch ein Silo Silage auszuholen ist ein bisschen aufwendiger, weil man im Prinzip entweder man hat ein Förderband oder man muss mit einem Radlader arbeiten. Wäre eine Option, aber das einzustellen ist ziemlich aufwendig. Man muss ja auch im Prinzip gucken, wie das funktioniert mit Outdrive oder mit Crossplay. Und bis ich das hingekriegt habe, wenn ein bisschen Silage lohnt sich dann nicht. Ne? Ja. Ich will die ganze schöne Weizen für Thüringen, für den Marsch haben. Da ist ja aktuell Winter. Könnte ich noch voll gebrauchen. Für die Produktion, weil es geht nämlich langsam zur Neige. Aber das ist eher das Problem, dass Hopfen alle ist. Ne? Oder alle wird. Und dann ist es eh vorbei mit Bierbrauen. So, angekommen. So, nehmen wir den nächsten Drescher. Feld Nummer 12, wenn wir so Schluss machen. Das machen wir so, ne? So, Tank voll. Der Tank ist nicht voll.
Habe ich Anna auch getankt? Neidwerk ist nicht heile. Das geht nicht. Der muss ich gleich mal kontrollieren. War das nicht heile gewesen? Das ist ein Ding. Wieso ist das nicht heile? Ich hab's doch repariert, jetzt ist das bescheuert. Ich meine, ein Drescher 0,2, da kommt hin. Oder habe ich Sammlung gefahren und die nicht repariert? Ich mein, das muss ja repariert werden, nutzt ja auch nichts, ne? Drinnen halbwegs. Jo. Ist ein Ding, ne? Muss ihn ja kontrollieren, Anna. Da heile ist. Vor allem voll Tank. Wenn die mich voll loslegen, dann ist nachher schnell alle. Wenn nur halt voll ist. So, wir fahren jetzt auf Feld Nummer 48, 49, halt die drei Sorten da oben. Die Gerste machen wir zum Schluss. Mal sehen, was zuerst reif wird. Reell ist ja die Gerste zuerst, aber gut, das ist eine Runde. Ich glaube, noch hinten um ein paar Wochen, aber hier im Spiel sind ein paar Wochen. Ja. Wir haben hier 6 Tage im Sommer und das, ja, ist hier kaum berechenbar, sagt man so. Ne? Also hier eine Woche oder zwei kannst du ja nicht. Ist ja eher mit Monat zum Beispiel. Ne? Hat ja 3 Motor ungefähr, ja, auch ziemlich genau 3, mehr oder weniger. Und da hast du ja, pro Monat um die 2 Wochen, wenn ich es hochrechne, ne? Und das macht sich dann bei der Ernte nicht bemerkbar hier. Dann müsste ich länger spielen, auf 24 Tage oder so. Und das wäre dann doch ein bisschen zu lange. Ne? Kommt man ja nicht vor. Vorwärts. Wäre aber der 16-fach-Karte, glaube ich, sinnvoll, auf 12 zu spielen oder so. Ne? Aber wir haben keine 16-Karte. Wäre auch zu extrem. Oder mich persönlich würde 13, eine 16-fach-Karte, aber wie gesagt, man kommt da ja nicht zum Potte. So, gucken wir. Ja, das passt. Das heile. 0,3, damit kann ich leben. War der Tank voll? Das nächste, die ich gekauft habe. Na gut, da geht auch noch einigermaßen. Da ist noch ein Ballen. Da könnte man zur Not mit unserem Tankwagen nachfahren. Also nachtanken. Ne? Wir haben noch einen Tag auch. Ja, das Mais. Ja, mal sehen. Ob Körnermais oder Silage. Ich weiß noch nicht genau. Hängt davon ab, wie schnell wir das brauchen. Ne? Also wie Umzug. Ne? Je früher wir umziehen wollen, umso. Dann macht sich natürlich Mais, als Körnermais schneller. Ne? Wenn 3 dann arbeiten, ist ja schnell erledigt. Ne? Von der Zeit her. So, hier Feld rechts. Nehmen wir gleich das nächste. Und dann Feld. Nächste Feld. Ne? Ausmachen, sparen. So, im Wachstum. Gedüngt 100%. Ertrag macht er erst, zeigt er erst an, wenn es reif ist. Wird so einiges geben. So, am nächsten. Wo ist der John Deere? John Deere, du bist dran. Ne? Überladewagen. Den tanken wir auch noch voll. Die Zeit haben wir. Wie gesagt, da müssen wir Traktoren aussuchen, die entsprechend die Ernte zum Hof fahren, ne? Beziehungsweise zum globalen Markt. Das ist ein Kandidat, der fahren könnte. Vielleicht werde ich unsere Hänger kaufen, mal sehen.
Aber ich schaue mal um, was ich am Anhänger habe, die nutzen kann. Und müsste eigentlich genug da sein, also dass wir drei Fahrzeuge zugleich bedienen können. Ne? Müsste. Der 13 gehört das leider nicht. Das wäre der Hammer, ne? Das ist das zweitgrößte Feld hier. Aber was noch nie ist, kann noch werden, ne? Aber erstmal sehen wir mal zu, ob wir jetzt Feld 29 kriegen. Und dann Feld 10. Da fehlen uns noch ein bisschen Kleingeld. Rund 3 Millionen noch fehlen. Vielleicht auch noch mal Düngemission machen, mal sehen. Das bietet sich an, ne? Ein bisschen Geld verdienen hier. Da müssen wir noch die BGA noch bedienen, die Silage. Das ist ja auch noch ein bisschen Kleingeld. Auch wenn es nur die Silage nicht so viel dann wird, aber immerhin, ne? 100.000, 100.000, ne? Jo. Das wäre reell neben viel, viel Koks, ne? Pro Nacht mal 100.000 verdienen. Das wäre nicht schlecht. Man muss auch dazu sagen hier, dass das die ganze Geschichte mit Biogas steuerlich extrem gefördert wird. Das heißt, da zahlt der normale Stromkunde mit seiner Rechnung für Strom. Ne? Die ganzen Großen klinken sich aus, die sagen, nee, das geht nicht, ist zu teuer. Ich brauche eine Ausnahme. Die kleinen Zahlen. Das heißt, der eine gibt eine Förderung aus und lässt die anderen zahlen. Also, so wenn ich jetzt was machen würde und würde mir auch was zahlen lassen von anderen im Prinzip, ne? Also ich würde jemanden fördern oder du kriegst jetzt Geld nicht von mir, sondern von anderen und würde anderen belasten. Wow, super Leistung. So, nächste Weizenfeld. Links ist ja Gerste, das machen wir zum Schluss hier. Die Soja wächst ja auch noch ein bisschen. Da sind wir. So, jetzt brauchen wir Traktoren. Zusammensuchen. Das ist der Skorpion. Der ist eigentlich mehr für Flügen gedacht, ne? Der ist mehr für. Na, schau mal. Der ist auch nicht so geeignet dafür. Erstmal sehen, dass wir diesen hier nehmen, den GGB, das ist ziemlich schnell. Für die Straße. Putzen wir den Kühen mal richtig sauber. Im großen Stall. Und dann stellen wir den Putzgerät hier rechts wieder ab. Schnappen wir uns. Ja. Der rote Anhänger wäre ein Kandidat normalerweise. Aber lange hier nicht reif ist und nicht losgeht, würde ich ihn hier im Hof lassen, weil da wird ja irgendwann auch wieder Futter gebraucht. Ne? So. Das ist eine Universalbürste hier. So, das haben wir richtig sauber gemacht. Den wird man hier abstellen. Oh, Hänger suchen, ne? Ein Hänger. So, da. Der geht ja nun mit LKW. Da müsst ihr eine Deichsel kaufen, dann wird er auch mit dem Traktor gehen. Ne? Dann ich würde lieber mit dem LKW selber eingreifen. So, hier haben wir einmal für Stroh, einmal für Überladung. Beides ist nicht geeignet. Zum ersten Griff. Dann haben wir dann Überladewagen. Wo sind die ganzen Anhänger? Güllefass, Überladewagen. Dünger, Dünger, Güllefass. Das dumme Gefühl, dass ich mal kaufen muss. Der andere ist ja da vorne, ist ja auch so ein Grasanhänger. Schwarzer Anhänger ist beim. Ach, das ist ja da hinten. Das wäre nur einer. Dann kaufen wir zwei. So. Und zwar.
52.000. Mal gucken. Geht nur 46.000. Der kostet 57. Wie gesagt, die Dinge brauchen LKW oder eine Deichsel. Ja, und das ist ein bisschen groß. Für Outdrive gibt das eher Probleme beim Fahren. Ne? So ein kleiner Anhänger ist auch nicht schlecht. Aber das wieder anzuhängen, ist wieder ein bisschen, wird auch gehen zur Not. So, der hätte einmal 46. Und der hat 52. Das ist die gleiche Sorte, halt nur mehr, ne? Reifenvariante. Grundes ziehe ich breite Reifen vor, weil auch Feldern eigentlich besser ist. So, wird ein schön. Michelin ist auch schön. Hauptfarbe. Wir werden dafür eine andere Farbe nehmen, und zwar Grün ist blöd. Wenn wir Fett fahren würden, ja. Krampe Grün. Wir lassen mal auf Rot. Davon kaufen wir zwei Stück. Zurück und zurück. So, ich schau mal. Kauft haben wir jetzt mal. Abholen tun wir in der nächsten Folge. Dann sag ich mal tschüss und ciao ciao. Dann mal schönen Dank fürs Reinschauen. Morgen geht's weiter. Wir bereiten weiter die Ernte vor. Tschüss.